für die Presse. Oder wird in Kauf genommen, das Leid jetzt zum Spreader werden auf engstem Raum, nur weil jetzt zwei Leute aus der Zucht werden. Da sieht man schon wieder, wo ist die Verhältnismäßigkeit? Und da sieht man schon wieder, dass die Gefahr einfach nur im Parlament sitzt und nirgendwo anders. Es ist gestattet, wenn ich sie auf Video dann aufnehme. Okay, danke. Wir brauchen halt nur einen kurzen Ausweis. Wo ist denn der Roman? Schau, wie jetzt hier dort. Leute, was für dieses Land gearbeitet haben, über 40 Jahre müssen sich sowas bieten lassen. Haben wir ein paar Ritterordler da? Warum wird sowas nicht finanziert? Das ist unser Oberchef näher. Ich verstehe nicht. Da müsste auch die Polizei was dagegen sagen, weil das ist genauso eine Lügenverbreitung von Lehammer und sonst ist es von Schwarzen beyond das. Ja. Weil es ist nur Lügen da jetzt. Da misst sie auch was da. Oder? Haben Sie schon mal einen Hooligan da gesehen oder nicht? Ist es Ihnen recht, dass ich Sie auf Kamera aufzeichnet habe? Dankeschön. Wir haben es vorhin einkassiert wieder. Ich habe auch schon mal 6. Anzeige jetzt in den neuen Jahr. Und was war jetzt vorgefallen genau? Ich habe mich umgetragen, weil ich auf der Straßenseite bin. Los, mich nicht für die umgetragen. Weil das ist gegen die Menschenrechte, gegen die grundlegenden Menschenrechte. Und vor allem die Massenpflicht. Hat die Europäische Gesundheitsbehörde gesagt, dass die Masken heftig kalt sind. Und ich muss sagen, und ich brauche mich nicht umzusagen, ich bin ja am Kostüm. Ich habe für den Staat gearbeitet, wie ein Trottel, und für den Staat aufgebaut. Ich lasse mich nicht umzusagen. Ich tue den anderen nichts und ich will mehr Ruhe haben. Und haben Sie eine Verordnungsstrafe gekriegt sozusagen? Ich weiß nicht, haben Sie nichts gesagt. Okay. Ich habe nichts gesagt.
Also, sie haben ja nicht aufgeklärt, warum jetzt genau in dem Sinne. Nur die Daten aufgenommen, aber keinen Grund genannt? Ja, den Ausweis geben und das passt dann schon. Aber die haben einer keinen expliziten Grund genannt, warum sie. Okay. Ja, wer keine Masken tragen. Das sollte eigentlich schon auch sein, dass man sie aufklärt, warum man sie jetzt eigentlich festnimmt. Ja, wegen der Masken, wer keine Masken tragen. Okay, ja. Das ist momentan für die Bundesregierung das Gesetz. Und wo es auch verfassungswidrig ist, aber das hilft nicht, die Polizei hat keine Anweisungen. Es ist eigentlich in Wirklichkeit, es wird immer von Verfassungsgerichtshof wird die Sache immer aufgehoben, aber nach drei Monaten Sparta ist ja erst die nächste Sitzung, so quasi, man läuft alle hinten nach und in Wirklichkeit tut die Regierung was will, in Wirklichkeit kann die Regierung schon längst zum Teufel gehabt. Ja, jeder schiebt den schwarzen Peter einen anderen ja, auch zu. Ja, und das große Problem ist ja das, gell, dass eigentlich die Menschenrechte mit Fürsten reden werden, muss ich sagen. Gell. Und für mich ist es ganz klar, dass es eine Kaputsch ist gegen den Mittelstand. Und ich komme aus dem Pinzgau, wir sind im Frühling, sind wir bei der Wirtschaft. Aber dann geht es immer so friedlich aus, so gerne. Nachher gibt es aber einen Knall dann irgendwo. Also die wissen nicht, wie es jetzt friedlich vorgeht. Ich bin 68, sie werden noch anders kriechen. Weil wir nachher, jetzt geht es noch, aber die große Blase kommt im Frühling. Wenn dann mal einer eine Kurzschlussreaktion hat, dann. Ja, aber die bei uns drinnen gehen schon irrsinnig nach der Reihe die Pleite. Das sind so viele Firmen, die können kein Geld nicht. Ein guter Freund von mir, der hat auch Geschäft und der fast nicht aufnehmen dürfen. Der hat nur Rücklagen, jetzt hat er keine Rücklagen mehr. Was tut er dann? Und die ganzen Hotels und die ganzen Gasthäuser, wir leben von Fremdenverkehr. So in Salzburg und Tirol sind die meist verschuldeten Bundesländer. Wir gehen als erstes pleite. Ja, und das finde ich so mies. Und in Russland zum Beispiel, da haben sie nach 6 Wochen Lockdown, haben sie alles aufgenommen und da läuft die alles normal, in Schweden auch alles normal. Und ich finde das nicht mehr lustig. Ich muss sagen, mir macht das fertig. Ich halte die Chance nicht mehr aus. So was, so Erniedrigung, dass man so erniedrigt wird. Wir Gangster. Und die anderen, der Blümel und die können damals holen. Was? Die fordern. Und was ist der Kogler? Ein Rauschkönig ist er. Mehr ist der eigentlich. Ja. Das ist einmal leer. Und ich weiß das von erster Stelle. Informationen, was nicht hundertprozentig weiß, leider. Schauen wir mal, dass wir was draus machen noch, gell? Ja. Danke, dass du da bist. Ja. Wenn du möchtest, kannst du gerne was dazu sagen, gell, was wir dir gemacht haben. Ich bitte dich an. Ja, hallo. Wie ich gesehen habe, haben sie dich genauso wie mich zuerst rausgefischt. Ist wie bei mir auch wegen der Masken gewesen. Ah, bitte? Haben sie dich auch wegen der Masken ausgeholt, so wie mich? Bitte? Ja. Und ich habe auch gemacht, nicht? Okay. Ja. Und du hast auch einen Test, oder wie? Ich habe auch einen Test, zumindest nicht da, aber ich habe einen. Ja. Und jetzt haben sie sozusagen die Masken dadurch aufgenötigt, wo du Asthma hast. Genau. Und ich darf nicht spazieren, also. Ja, ja. Das ist schon eine illegale Versammlung und kein Spaziergang. Komplett begründet. Ja. Ja. Also, ihr steht jedenfalls ein für die Menschen Grundrechte, dass wir das wieder alles auf den Laufenden bringen. Die Regierung muss weg und davon. Ja. Wenn die Kinder das halt auch in die Schulen mit wieder Zwangstests. Das ist ja normal. Das ist einfach nur krank. Na ja, dann schauen wir mal, dass wir die frische Luft noch richtig gut ausnutzen heute, gell? Ja. Nächsten Sonntag sehen wir uns wieder. Aber selbst natürlich. Ich bin morgen auch wieder da. Morgen? Also wir haben ja am Montag um 18 Uhr einmal einen kleinen Marsch. Der geht dann beim Residenzplatz immer los. Okay. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Ja, danke. Ja. Ja.